Moin moin, lange ist es her, dass wir auf meinem Kanal in einem Video ausschließlich über Tee gesprochen haben. Und das lag unter anderem daran, dass ich mir vor circa anderthalb Jahren eine große Teebestellung gegönnt habe. Und die war wirklich so groß, da war so viel Tee enthalten, dass der Vorrat lange gehalten hat. Jetzt geht der Vorrat langsam zur Neige und ich habe halt auch Lust auf Weihnachts- und Wintertees. Und in der damaligen Bestellung waren es hauptsächlich Sommertees. Und deswegen habe ich mal wieder eine Bestellung getätigt bei Teewig, dem Online-Teehändler. Und auch diesmal ist die Bestellung sehr groß ausgefallen. Sehr viele Tees sind in meinen Karton gewandert, weil ich mich bei dieser großen Auswahl einfach immer nicht entscheiden kann und mag. Und weil ich einfach mal sehr, sehr gerne viel Abwechslung habe. Ich habe dann immer die kleinste Größe genommen, so dass man jetzt nicht immer so viel, immer denselben Tee trinken muss, sondern lieber viele kleine Pakete hat und sich dann zwischendrin immer mal umentscheiden kann, was mir wirklich immer sehr viel Freude bereitet, passend zur Gemütslage mir den Tee auszusuchen. Und ja, ich denke, dass der Vorrat dann auch wieder ein bis zwei Jahre halten wird. Und deswegen ist es ja aber jetzt mal in der Zeit, Tee mal wieder richtig zu zelebrieren. Ich hoffe, ihr habt euch auch einen leckeren Tee gemacht und sitzt jetzt vor dem Fernseher, vorm Handy oder vom Laptop, wo auch immer, und macht euch jetzt eine gemütliche Zeit mit mir. Und bevor wir jetzt zur eigentlichen Teebestellung kommen, möchte ich euch noch zwei, drei, vier Geschenke zeigen, die einfach zu diesem Thema sehr gut passen. Denn ich hatte ja im Oktober auch Geburtstag am 11.10. und da sind so einige Sachen hier eingetrudelt, die eben auch gut dazu passen. Und damit möchte ich jetzt beginnen. Zum Geburtstag habe ich mir unter anderem eine neue Teekanne gewünscht. Ich habe zwar schon zwei, aber die eine ist relativ schlicht, eine durchsichtige Kanne ohne Deckel. Und ja, die andere ist wirklich ein großes Herzstück für mich. Das ist eine Alice im Wunderland Teekanne, die ich wirklich sehr, sehr gerne nutze. Aber auch da habe ich immer gerne ein bisschen Abwechslung und eine zum Austauschen ist ja immer nicht schlecht. Deswegen habe ich mir diesmal eine andersfarbige gewünscht, dennoch so ein bisschen in die Vintage-Richtung und in Porzellan, und habe aber ansonsten keine Einschränkung gemacht. Was dabei aber rausgekommen ist und bei mir dann im Geschenkpaket gelandet ist, hat mich wahnsinnig gefreut, weil da wirklich alles passt. Die Form und die Farbe. Ich zeige sie euch jetzt einmal. Das ist diese wundervolle rote Teekanne. Ich denke mal, dass ungefähr ein Liter reinpasst. Das war mir auf jeden Fall wichtig, dass es nicht weniger als ein Liter ist. Und eben so ein bisschen Vintage. Ich mag diese Riffel, das macht sie irgendwie besonders. Und ich mag einfach auch gerne Rot. Neben Gelb ist so ein dunkles, sattes Rot einfach auch eine Lieblingsfarbe von mir. In dem Licht sieht sie jetzt wirklich sehr knallig aus. Also sie ist tatsächlich eher so ein bisschen dunkler, gedeckter, nicht ganz so knallig. Und ich finde halt dieses Abgesetzte mit Weiß, dem weißen Rand, wirklich sehr schön. Auch der Griff lässt sich sehr gut anfassen, sodass es nicht so schnell aus der Hand rutscht. Und ja, und da macht es natürlich dann auch richtig Spaß, sich an einem Wochenende, an einem Sonntagnachmittag oder auch morgens früh, wann auch immer, eine tolle Kanne Tee zu machen. Und ja, das macht das Ganze noch schöner, wenn man weiß, man hat so wunderschöne Teekannen. Was ich mir auch gewünscht habe und vorher noch gar nicht besessen habe, deswegen dringend auch benötigt habe, ist ein Stöfchen. Also ein Gestell, wo man die Kanne draufstellt und unten drunter ein Teelicht stellt, damit der Tee warm bleibt. Und da habe ich dieses hier bekommen. Relativ schlicht, aber ich finde, das passt dann mit diesen sehr, sehr auffälligen Teekannen denn sehr, sehr gut zu diesen ja, Schwarz-Messing. Das finde ich trotzdem sehr, sehr wertig, sehr stabil. Hier stellt man dann das Teelicht rein und obendrauf dann die Kanne. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön, dass es so schlicht ist, dass es eben zu alle Kannen passt und trotzdem so wertig aussieht. Von den lieben Mädels aus unserem Buchclub All You Can Read habe ich auch ein ganz tolles Geburtstagspäckchen bekommen. Und da waren viele, viele tolle Dinge drin. Unter anderem auch eine Teetasse. Und ich hatte in der Gruppe irgendwann mal erwähnt, dass ich Becher und Tassen ja einfach toll finde und mir auch wirklich zu jedem Gemütslage irgendwie eine andere Tasse aussuche, aber zu Halloween habe ich irgendwie noch keine Tasse und das haben sie sich wohl gemerkt und da ist hier eine wunderbare Tasse eingezogen und zwar ist das diese Nightmare Before Christmas Tasse zu den wunderbaren Tim Burton Filmen. Hinten steht The Nightmare Before Christmas drauf
und vorne haben wir halt das Gesicht von dem Protagonisten Jack. Und ja, ich finde die wirklich richtig, richtig cool und freue mich da sehr drüber. Passend dazu durfte natürlich auch ein Tee nicht fehlen und da haben sie mir hier einen Kappa-Tee in das Päckchen gepackt. Und zwar ist das Skinny Vanilli Bio-Früchtetee mit Erdbeer- und Vanillegeschmack. Ja, ich mag ja rote Tees, wo viel Hibiskus und Hagebutte drin ist, nicht so gerne. Ich glaube aber, ich habe den jetzt noch nicht ausprobiert, der ist noch geschlossen, dass durch die Vanille das sehr abgemildert wird und vielleicht ein bisschen süßer ist und nicht so sauer. Ich denke mal, dass ich das dann durchaus auch gerne trinken werde. Den kann man sicherlich auch in anderen Jahreszeiten trinken, nicht nur im Herbst und im Winter. Und ja, da freue ich mich, wenn ich mal Lust habe auf was fruchtig Süßes. Und auch in unserem BookTube Halloween Tauschpaket ist etwas eingezogen, was hier sehr gut reinpasst. Ihr habt das vielleicht gesehen, das Unpacking, wo ich das Paket ausgepackt habe und wo verschiedene Dinge zum Thema Halloween drin enthalten waren. Und da habe ich ja auch was auspacken müssen, was leider kaputt war. Netterweise hat mir meine Wichtelmama, die mich beschenkt hat, diese Tasse, die da drin enthalten war und leider in Scherben lag, nochmal nachgesendet, reklamiert, hat Gott sei Dank das auch alles erstattet bekommen und hat es dann nochmal nachgesendet. Und es ist zum Glück heil hier angekommen und ich bin so glücklich, weil ich finde auch, dass das irgendwie das Highlight in diesem Paket war, neben dem Buch. Und das zeige ich euch jetzt. Auch die ist wunderschön. Jetzt habe ich gleich zwei Halloween-Tassen und zwar ist das diese coole Kesseltasse. So, Witch's Brew, also Hexengebräu, steht drauf auf beiden Seiten. Und auch aus der habe ich schon getrunken und aus der lässt sich es wunderbar trinken, weil hier oben so einen kleinen Rand hat und wo man dann so auch seine Limpe runterlegen kann. Also die lässt sich wunderbar halten und auch draus trinken. Richtig cool. Ich hoffe, dass ich sie jetzt auch heil überall benutzen kann und sie mir nicht jetzt auch noch irgendwie runterfällt. Da habe ich jetzt ein bisschen irgendwie Sorge, weil ich gerade so glücklich bin, dass die heil hier eingetroffen ist. Und lustigerweise war auch in diesem Paket ein Tee von Kappa enthalten. Ein anderer aber in diesem coolen Halloween-Orange. Golden Orange und Kurkuma ist das. Und den habe ich auch schon ausprobiert. Orange mag ich wirklich sehr gerne. Ob ich diesen Kurkuma-Zusatz so gerne mag, Ingwer ist da glaube ich auch drin. Ich glaube, da muss ich immer ein bisschen gegensüßen, dass es mir nicht zu gewürzig, zu scharf wird. Ich mag dann lieber diesen fruchtigen Anteil da drin. Aber es hat auf jeden Fall was und es passt natürlich auch wirklich sehr gut zum Herbst und zur düsteren Jahreszeit. Jetzt soll es aber losgehen mit der eigentlichen Bestellung. Als das Paket hier angekommen ist gestern, da roch das hier in der Wohnung so extrem stark schon danach und ich war so irritiert, weil es roch so nach Anis und nach Lakritze und ich war mir ganz sicher, dass ich keinen Tee mir bestellt habe, der irgendwie Anis oder Lakritz Geruch, Aroma hatten. Aber es kann natürlich in vielen Winter- und Weihnachts- und Halloween-Tees tatsächlich vorkommen, Anis, dass das enthalten ist, aber dass es eben wirklich so stark ist, konnte ich mir einfach nicht denken. Aber wir packen es jetzt aus. Ich habe es tatsächlich schon geöffnet gehabt und habe auch schon alle Tees einmal durchgeschnuppert. Ich konnte einfach nicht warten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass es jetzt kein Live-Unpacking ist, sondern dass wir jetzt die Tees einfach nochmal gemeinsam durchgehen. Und ja, dann werde ich euch die einzeln vorstellen. Wie gesagt, ich habe bei Teewicht bestellt und da kann man eben die verschiedensten Teesorten in den verschiedensten Grammanzahlen bestellen und ich habe immer das geringste genommen und das ist meistens 25 Gramm und das klingt wirklich jetzt sehr, sehr wenig, aber ich finde, es reicht trotzdem für ungefähr 10 Becher oder ja noch mehr sogar und das finde ich total in Ordnung dafür, dass es da einfach so viele verschiedene Sorten gibt und ich mich da immer nicht entscheiden kann und dann eben auch nicht will und man ja eben auch nicht seine Nase ranhalten kann, weil man nicht direkt im Geschäft ist, sondern weil man es online bestellt. Und deswegen ja, sind es jetzt ziemlich viele geworden. Ich gucke mal eben auf das Zettelchen, ob ich da sehen kann, wie viele insgesamt. Genau, hier habe ich den Zettel, den Lieferschein und darauf kann ich sehen, dass 18 verschiedene Tees bei mir eingezogen sind plus Goodies. Da sind dann immer auch noch Probiertees mit dabei und ich glaube, ab einem gewissen Bestellwert bekommt man noch einen Gratis-Tee dazu. Der hat dann, glaube ich, auch
100 Gramm. Also das werdet ihr dann ja gleich sehen. Da kann man allerdings dann nicht aussuchen, welcher das ist. Das ist dann ein Überraschungstee. Ja, und ich habe mir verschiedenste Tees wirklich geholt. Früchtetee, grünen Tee, Schwarztee und Kräutertee, weil ich einfach sehr gerne morgens trinke. Da trinke ich dann immer grün oder schwarz, aber auch eben sehr gerne abends. Und auch da möchte ich dann halt gerne irgendwas Gemütliches, aber halt ohne Tein. Und da habe ich mich dann auf milden Früchtetee gestürzt, denn auch da haben sie eine schöne Auswahl, wo eben nicht diese roten, sauren Tees vorherrschend sind. Und eben auch Kräutertees, die so ein bisschen aromatisiert sind und nicht diese typischen Krankheitstees, die man so kennt als Kräutertee und ich irgendwie immer wieder mit Krankheit verbinde und mir jetzt nicht sonderlich gut schmecken. Insgesamt bezahlt habe ich vielleicht über 30 Euro. Ich glaube, pro 25 Gramm Packung waren das immer 1,50 oder 1,75 pro Tee. Ja, und jetzt wollen wir aber endlich loslegen. Ich zeige euch einmal, was ich gesehen habe, als ich das Paket aufgemacht habe und das Füllmaterial entfernt habe. Ihr seht ganz, ganz viel Tee, aber auch süße kleine Goodies, wie zum Beispiel Butterwaffeln, handgebacken. Schon so ein bisschen zur Winterzeit. Und dann hier so kleine Zuckerbonbons mit Perlen drauf. Ja, sehr lecker. Auch da habe ich mich zusammengerissen, dass ich euch das noch zeigen kann und nicht sofort aufgefuttert habe. Und ansonsten seht ihr hier eben die gesamten Tees, die ich mir bestellt habe, aber auch die Goodies. Und mit denen möchte ich jetzt einmal anfangen. Drei Probiertees haben sie mir reingelegt. Das sind diese drei. Und ihr seht schon immer an den Etiketten, erkennt ihr immer schon sehr gut, was das für Tees sind. Also dunkelgrün bedeutet immer Kräutertee, hellgrün Grüntee. Und pink ist Früchtetee. Und da habe ich zum einen Bio-Spekulatius bekommen. Da sind enthalten Datteln, Zimt, Hibiskusblüten, Anis, Nelken, Kardamom und Zimtöl. Und ich glaube, dieses kleine Päckchen ist der Übeltäter für diesen Geruch. Weil ich glaube, das ist es, was hier so riecht. Anis und Zimt sind natürlich auch Gewürze, die man irgendwie immer überall raus schmeckt und riecht. Es ist übrigens sehr, sehr schade, dass ich euch diesen Geruch jetzt nicht weiterleiten kann und nur darüber sprechen kann. Ich gebe mein Bestes, aber Gerüche zu beschreiben, finde ich immer sehr, sehr schwer. Ja, das riecht wirklich sehr, sehr gewürzig nach Zimt und Anis. Ob ich den jetzt so mag, weil der durch die Datteln könnte das natürlich wieder ein sehr, durch die Datteln und die Hibiskusblüten könnte das wieder so ein bisschen in die saure Richtung gehen. Aber ich kann mir eh vorstellen, dass hier ganz viele Tees dabei sind, die irgendwie ähnlich sind oder bei denen ich irgendwie an liebe Menschen denke und die ich dann vielleicht weiter verschenke. Und das kann ich mir wirklich auch gut vorstellen. Aber jetzt erstmal möchte ich natürlich alle selbst ausprobieren oder erstmal meinen Rüssel daran halten und schauen, welche mir vom Geruch her immerhin schon sehr gut gefallen. Weil ausprobiert und aufgegossen habe ich sie tatsächlich noch nicht. Ich habe sie bisher nur einmal in die Hand genommen und einmal aufgemacht und das Aroma wirken lassen. Ja, das war Bio-Spekulatius und ich glaube, diese Pröbchen sind vielleicht immer so 10 Gramm, könnte ich mir vorstellen. Ja, der Grüntee, der in Pröbchenform hier eingetroffen ist, ist Perfect Shape natürlich, also ein Gesundheitstee vielleicht, mit Granatapfel und Jasmingeschmack. Finde ich spannend, weil ich habe ja jetzt ja sehr viele gewürzige, süße, weihnachtliche, winterliche Tees und das klingt jetzt mal so ein bisschen was nach was Erfrischendem. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich zwischendrin auch sowas dabei habe, weil, wie gesagt, dieser Vorrat wird sicherlich lange anhalten, 1 bis 2 Jahren. Und das ist dann ganz gut, wenn man zwischendurch auch mal so einen etwas fruchtigeren oder sommerlichen Tee hat. Ja, und das riecht auch wirklich sehr, sehr fruchtig. Sehr süß, ein bisschen gummibärenmäßig auch. Und gleichzeitig hat es noch so ein Unternote etwas Blumiges. Aber hauptsächlich ist es wirklich wie so Weingummi, sehr, sehr süß und fruchtig. Auch die dritte Probe geht in die sommerliche Richtung und zwar ist das Vanille Lemongrass, ja, Vanille Lemongrass Geschmack als Kräutertee.
Lemongrass ist natürlich auch sehr, sehr frisch und sehr spritzig, aber durch diese Vanille wird es noch ein bisschen abgerundet und wird es dann vielleicht doch wieder ein bisschen milder. Ja, und es riecht wirklich sehr, sehr süß wieder. Zwar frisch durch das Zitronengras, aber durch diese Vanillenote ist das wirklich wieder sehr süß und sehr mild und sehr cremig irgendwie auch. Also da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja, läuft mir wieder das Wasser im Mund zusammen. So ein bisschen so ein Sahne-Zitronenbonbon oder so könnte man vielleicht denken. Ja, sehr, sehr lecker. Oder auch so ein bisschen wie so ein Zitronenkuchen irgendwie, weil es eben diese ja, vanillige Note hat vom Kuchen und dann dieses Zitronenaroma. Sehr, sehr lecker. Und wie ich euch ja eben schon erzählt habe, ab einem bestimmten Bestellwert, ich glaube ab 30 Euro oder so, bekommt man eben einen Gratis-Tee noch dazu in dieser Größe hier. Ich weiß nicht, lass es 100 Gramm, 150, 200, ich kann das immer nicht so gut einschätzen. Jedenfalls eine größere Größe. Da muss man natürlich Glück haben, dass man da irgendwas bekommt, was man mag. Ich glaube, ich hatte hier Glück. Ich weiß es noch nicht, weil ich ihn noch nicht probiert habe. Jedenfalls aber so vom Lesen und vom Riechen kann ich mir gut vorstellen, dass der mir sehr gut gefällt. Und zwar ist das ein Schwarztee-Orangenplätzchen. Ja, da haben wir leckeren Orangen-Keksgeschmack und enthalten sind Apfelstücke, Zimtstücke, Koriander, Kardamom, Orangenspalten, Pfefferkörner und Nelken. Auch hier habe ich so überlegt, ob das mir vielleicht ein bisschen zu gewürzlastig ist. Und da habe ich dann aber dran gerochen und man roch dann Gott sei Dank auch so ein bisschen diesen Keksteig und die Orange. Und ich glaube, dass eben mir das gut gefallen hat. Ich werde jetzt aber noch mal ein zweites Mal meine Nase dran halten und euch dann berichten. Ja, und es ist orangig-spritzig, aber nicht zu spritzig. Es wird halt durch diese ganzen Gewürze sehr, sehr punschig und eben auch so ein bisschen keksig durch diese ganzen Gewürze, die eben auch in so in Keksteig drin sind, in so typischen Weihnachtskeksen. Ob das mir zu gewürzig ist, jetzt mit dem Kardamom und den Pfefferkörnern und dem Koriander, muss ich einfach ausprobieren. Das wäre so ein Kandidat, der vielleicht ansonsten auch weiter verschenkt werden könnte. Aber finde ich natürlich eine coole Sache, dass man irgendwie noch einen Gratis-Tee bekommt. Und es ist immerhin kein Tee, den ich sofort irgendwie ätzend finde. Also wenn das jetzt so ein roter Tee gewesen wäre, ich glaube letztes Mal hatte ich so ein... Der roch zwar auch toll, aber das war wirklich so ein richtig sehr, sehr satter, roter Tee, der mir dann einfach zu sauer war. Den habe ich dann, glaube ich, auch weiter verschenkt. Bei dem muss ich einfach mal probieren. Und nach einer halben Stunde kommen wir dann endlich mal zu meiner Bestellung. Ja, quasi, aber es sind 30 Minuten Rohmaterial. Also ich werde hier sicherlich noch ein bisschen schneiden. Vor allem immer dieses Geraschel will ich euch auch nicht immer antun, wenn ich das hier aufknüppel. Also muss ich da, glaube ich, viel schneiden. Aber wir fangen jetzt mal an. Ich greife immer rein, ich habe es nicht sortiert. Ich habe hier Vanillekipferl. Das ist ein, den ich fast schon wieder rausgeworfen hätte, weil ich ihn fast schon... im Vergleich zu den anderen fast schon ein bisschen langweilig fand, dachte, ach so, das ist wahrscheinlich dann einfach nur Vanillearoma mit Schwarztee gemischt. Und das fand ich schon fast ein bisschen langweilig, aber ich bin so froh, dass ich den drin gelassen habe im Warenkorb, denn das ist einer meiner Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner Favoriten. Und das seht ihr jetzt auch, das ist die Größe, die ich mir immer bestellt habe, das sind 25 Gramm. Und ja, wenn ihr so überlegt, ein Teelöffel nimmt man für einen Becher, also kommt man damit trotzdem echt sehr, sehr gut und sehr lange mit hin. Und das ist so lecker. Also ja, es ist nach Vanille, aber es hat auch was Nussiges und was Gebäckiges. Und es ist auch nicht zu süß und trotzdem riecht man diesen schwarzen Tee auch noch raus. Also ich kann auch verstehen, viele sagen ja, diese ganzen aromatisierten Tees, das ist alles so ein künstliches Zeug, das will ich gar nicht, ich will den reinen Tee schmecken. Kann ich auch verstehen, aber ich bin da einfach so verspielt und mag diese verschiedenen Aroma und finde das einfach richtig toll, wenn das dann auch noch so winterlich, weihnachtlich riecht. Aber natürlich diese Teenote finde ich natürlich auch immer sehr schön. Und da das schwarzer Tee ist und ich schwarzen Tee auch immer gerne mit Milch trinke, kann ich mir bei diesem hier wirklich besonders gut vorstellen.
Etwas verspätet, aber ich konnte trotzdem die Finger nicht davon lassen, ist eine Halloween Edition und die konnte man auch leider nur in dieser 50 Gramm Packung bestellen. Pumpkin Boohoo, Kirsche, Feige, Kürbisnote. Das ist eine Kräutertee-Mischung. Ja, und ziemlich cool hier in dieser schwarzen Verpackung mit den Kürbissen drauf. Und hier ist es eben eine Kräutertee-Mischung, aber auch viel mit Früchten, also auch Apfelstücke sind drin, Karottenflocken, Zitronengras, Hibiskusblüten, ja, Nelken und so weiter und so fort. Also so eine Mischung aus Kräutertee und Früchte. Und da war ich jetzt sehr gespannt, ob man den Kürbis da tatsächlich rausriecht, weil das sind ja jetzt viele, also es sind jetzt drei verschiedene Noten, die wir hier als Aroma drin haben, also Feige, Kirsche und Kürbis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du da die Nase ranhältst, Kirsche erschlägt alles. Also vielleicht so ein bisschen mit Feige angereichert. Und es ist wirklich eine sehr, sehr starke Kirsche, fast schon punschig. Aber ich finde, das passt irgendwie auch gut zu diesem Pumpkin Boohoo, dass es so ein bisschen krass ist. Es ist auch so eine sehr künstliche Kirsche. Aber dadurch, dass es eigentlich ein Kräutertee ist, und ja gut, es sind Hibiskusblüten drin und Brombeerblätter. Ich hoffe, dass es denn nicht zu sehr in die rote Note geht, aber es riecht wirklich sehr kirschpunschlastig. Leider keine Kürbisnote, finde ich ein bisschen schade. Bei so einem richtigen Kürbistee hatte ich noch nicht, aber riecht trotzdem sehr, sehr intensiv und ja, sehr, sehr gut. Und da ich ja diese roten Tees mit Punscharoma meistens nicht mag, macht es vielleicht hier dieser Kräutertee ganz gut. Als nächstes habe ich einen grünen Tee und der heißt Sencha Honigkuchen und der hat eben eine Honigkuchennote. Da war ich sehr gespannt, ob man den Honig richtig rausriecht oder ob es hauptsächlich dieser Gewürzkuchen ist, den man so kennt. Und das ist wirklich sehr, sehr gewürzig. Riecht auch so ein bisschen nach Lebkuchen und es ist ja auch so ein bisschen mit Lebkuchengewürz, diese Honigkuchen. Aber es hat auch was sehr Süßes, also dieses Süße vom Honig, das riecht man auch raus. Also das ist wirklich auch, auch mit Orange, Mandelstücke sind hier drin, auch wieder Sternanis. Also ja, also wirklich wieder Weihnachten und Herbst pur. Da bin ich auch gespannt, ob der mir auch zu gewürzig sein wird. Aber ich werde es natürlich ausprobieren. Spannend finde ich es eben auch, wenn sie sich vom Geruch her zwar ähnlich sind, aber wenn die Basis anders ist. Also mit Grüntee, jetzt hatten wir hier was sehr Gewürziges, mit Grüntee, aber auch mit Schwarztee. Und in welcher Kombination ich das gerne mag. Ich glaube, ich kann mir sowas zum Beispiel mehr als Schwarztee vorstellen als mit Grüntee. Aber da werde ich mich jetzt einfach durchtesten und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Wir machen weiter mit einem Kräutertee und zwar das Wintertässchen. Da haben wir Marzipan-Zimtnote. Ja, Marzipan, da hatte man mich ja. Ich liebe Marzipan. Marzipan und Zimt sind aber natürlich zwei Aromen, die beide sehr reinhauen können. Und ich weiß nicht, ob das der war. Irgendeiner war extrem intensiv. Oh ja. Boah. Also die. Das finde ich schon fast zu intensiv. Also es ist wirklich diese Marzipan schon fast schon ins Alkoholische rein. Das ist sehr, sehr stechend. Der Zimt unterstützt das natürlich noch. Also, dass das ein Kräutertee sein soll. Da bin ich sehr gespannt, ob das ein bisschen milder wird, wenn man ja wirklich nur einen Teelöffel davon in eine Tasse packt. Aber den könnte ich eventuell schon zu krass finden. Also wenn das ein Schwarztee wäre, dann hätte ich da noch ein bisschen Milch reingemacht. Das macht das Ganze ja auch noch ein bisschen milder. Boah. Ich mag ja Marzipan, aber das finde ich ein bisschen hart, weil es schon so fast stechend ist. Und fast alkoholisch und das muss ich dann auch nicht haben. Aber ich habe noch ein paar dabei, die auch so in dieses mandelige, marzipanige reingeht und die so ein bisschen sanfter sind und mir dann wieder besser gefallen. Ja, aber da bin ich ein bisschen skeptisch. Oh, auf den nächsten war ich sehr gespannt und auch davon habe ich zwei
Versionen, könnte man sagen. Und ich musste mich so ein bisschen entscheiden, welchen ich nehme. Und ich habe mich einfach nicht entscheiden können und habe dann beide genommen. Und zwar haben wir hier eine Schwarztee-Grüntee-Mischung. Aber es geht wohl eher in die Schwarztee-Richtung, weil Schwarztee hier vorne drauf steht. Und zwar ist das Zimtpfläumchen. Zimt- und Pflaumennote. Fand ich, klingt auch total gut. Konnte ich mir richtig gut vorstellen. Ich habe aber hier noch, suche ich euch gleich mal direkt danach raus, auch noch einen Pflaumentee. Ich glaube, das ist auch Schwarztee. Da ist aber die Kombination Vanillepflaume. Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Lieber Vanillepflaume oder Pflaume-Zimt. Ja, wenn jetzt bei der Vanillepflaume auch noch Zimt drin gewesen wäre, dann hätte ich das eine rausgeschmissen. Aber ja, ja, das ist echt immer mein Dilemma. Durch die Pflaume hat es wirklich so einen dunklen, auch wieder punschigen Ton. Und der Zimt, der ja auch immer sehr stark rauskommt, finde ich, ist hier doch eher im Hintergrund. Also hält sich ganz gut die Waage. Pflaume riecht man hier sehr gut raus. Zimt ist irgendwie so mit, ja, wie in einem Punsch irgendwie mit verarbeitet. Aber es haut nicht so rein. Das finde ich ganz gut. Ja. Den mag ich schon mal ganz gerne. Der ist jetzt nicht ganz so krass vom Zimteinschlag, weil das erschlägt ja gerne auch mal alles. Und direkt hinterher der Pflaume mit Vanille. Und da haben wir eben eine cremige Pflaume-Vanillenote. Also dieses cremige, das hat mich einfach so angesprochen. Und ja, da wurde irgendwie so von geschwärmt auf dieser Website. Das trifft mich ja auch immer, ne? Diese Werbeslogan, wie denn die Tees beschrieben werden mit poetischen Sprüchen. Ja, da konnte ich denn irgendwie nicht widerstehen. Und hier ist die Pflaume deutlich lieblicher eingefangen. Also eben in den Zimtpfläumchen habe ich sie viel dunkler und kräftiger in Erinnerung. Und durch diese cremige Vanillenote, die wir hier haben, ist es so ein bisschen süßlicher, ein bisschen milder. Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, allein vom Geruch finde ich tatsächlich den noch ein bisschen schöner. Ja, riecht sehr gut. Im Sommer habe ich mir auch losen Pfefferminztee gekauft gehabt und den habe ich immer noch. Da habe ich auch einen ziemlich großen Vorrat und den trinke ich einfach auch sehr, sehr gerne. Das finde ich irgendwie sowohl erfrischend als auch wärmend. Es ist einfach toll. Ich mag Pfefferminze sehr gerne, deswegen wollte ich eigentlich jetzt hier nicht nochmal irgendwie Pfefferminztee dabei haben, aber diese Mischung, die ich jetzt habe, die hat mich allein vom Namen her einfach so angesprochen und fand ich dann einfach auch von den Aromen wirklich richtig cool. Schnee und Minze haben wir hier, ein Kräutertee, also so eine Mischung aus Pfefferminze und anderen Kräutern, Apfelstücke sind hier auch wieder drin, Karotten, Zuckerschneemann. Ja, was auch immer das ist, vielleicht so ein bisschen Marshmallow ähnlich. Ja, und da wusste ich halt auch nicht, was bedeutet der Schnee hier in dieser Kombination. Es ist aber eine Minz-Sahne-Mischung, also ist wahrscheinlich hier dieses... Marshmallowige. Also diese Marshmallow-Note wird vielleicht jetzt so ein bisschen mit dem Schnee hier assoziiert und dieses sahnige, cremige immer wieder. Und da hatte ich sofort irgendwie so eine ja, Süßigkeit, so ein Bonbon mit Minzgeschmack irgendwie im Kopf. Und ja, da wurde ich, glaube ich, auch nicht enttäuscht. Nee, genau, also es ist wirklich hauptsächlich eigentlich Pfefferminztee, hat aber eine süßliche und sahnige Note noch im Hintergrund. Und ja, es ist wirklich wie so ein Sahne-Minz-Bonbon. Ja, wie diese Zuckerstangen eigentlich, so diese Minz-Zuckerstangen zu Weihnachten. Also den werde ich, glaube ich, auch ziemlich schnell testen, weil der ist ganz nach meinem Geschmack. Zur Abwechslung mal wieder einen Früchtetee. Davon habe ich auch, glaube ich, am wenigsten, weil da eben, ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die meisten eben nicht nach meinem Geschmack sind. Hier habe ich aber jetzt nochmal einen Halloween-Herbstduft und zwar Pumpkin Spice, also Kürbisgewürzgeschmack. Da habe ich jetzt nochmal Hoffnung gehabt, dass man hier vielleicht noch mehr dieses Kürbisgewürz rausriecht. Ja, und hier empfinde ich das schon so ein bisschen eher, obwohl man eigentlich hauptsächlich wieder diese typischen Gewürze rausriecht. Also Zimt ist auf jeden Fall dabei. Nur diesmal ist es hier eben auf ja, Früchtetee-Basis.
Haut aber nicht ganz so, also ich weiß gar nicht, welcher war denn das, der so kräuterig war, so. Also auf jeden Fall dieser hier, das war ja der andere mit dem Kürbis, da hatte man Kürbis ja überhaupt nicht rausgerochen und das war ja auch irgendwie hauptsächlich Kirsche. Und obwohl das Kräutertee ist, war das viel fruchtiger als hier dieser Früchtetee, der eigentlich eher gewürziger ist. Ja, Wahnsinn, was so Aromen einfach ausmachen können. Ja, aber es hat doch irgendwas Süßliches, ist da doch irgendwie mit dabei, dass es nicht ganz so gewürzig ist. Ja, ich glaube, von solcher Art habe ich jetzt ziemlich viel hier rumliegen. Mal gucken, was ich da als Favoriten raus probiere und wo vielleicht irgendwas rausfliegt, was ich dann weiter verschenken kann. Ist ja auch immer schön, wenn man was hat, wo man irgendwie noch ein Geschenk so ein bisschen noch veredeln möchte mit so einer kleinen Teeprobe oder so. Und ich finde, sind halt einfach besondere Tees. Lose Tees sind halt eben immer noch mal etwas Besonderes als Teebeutel. Und wenn es dann auch noch so, ja, besondere Sorten sind, dann finde ich das noch umso schöner. Ein grüner Tee. Zimt-Mandelmilch. Cremig-süße Mandelmilch-Zimtnote. Ja, alles, was cremig, sahnig, vanillig ist, finde ich immer total, das spricht mich total an. Und wenn das irgendwie noch eine interessante Kombination ist mit Frucht oder anderen Gewürzen, es ist egal, es spricht mich an. Auch hier wieder sehr gewürzig, Zimt auf jeden Fall mit drin, aber es ist wieder sehr cremig, sehr süß gehalten, sehr lieblich. Geht nicht zu sehr ins Kardamom-mäßige, also das sehe ich hier jetzt auch nicht. Nee, das gefällt mir sehr gut. Auch die Mandelnote, also diese Marzipan-Mandelnote ist hier gut eingefangen, ist aber nicht so krass wie dieses Wintertässchen. Ich kann euch ja vielleicht auch mal die Rückseite zeigen, weil die dann auch immer sehr interessant aussehen, was da alles so drin ist. Obwohl ich ja gelernt habe, dass das eigentlich nur schmückendes Beiwerk ist und eigentlich auch gar nicht den Geschmack hergibt, was da die getrockneten Früchte und hier dieser Puffreis oder was das auch immer ist, das ist eigentlich nur für die interessante Optik und das eigentliche Aroma kommt oder der Geschmack kommt eben aus den Teeblättern und aus den Kräutern, die hier drin sind und nicht aus diesem schmückenden Beiwerk. Das fand ich ganz interessant. Da war ich mal bei so einer Teeverkostung und habe einiges gelernt. Sehr gespannt war ich auf den nächsten Kandidaten, weil ich das irgendwie interessant fand und ein bisschen verrückt. Und zwar ist das That's My Jam, ein Schwarztee, und das ist Erdbeer-Toast-Note. Also Erdbeertees, ja, kennt man, ist auch nichts Besonderes, aber diese Toastnote, da war ich jetzt wirklich sehr gespannt, ob man die hier rausriechen kann. Und ja, es ist vielleicht eine etwas brotige Note mit drin, brotig, aber also wenn man es nicht wüsste, würde ich es nicht rausriechen. Also Erdbeer ganz klar im Vordergrund und ich finde, man riecht es auch, dass es eher Erdbeermarmelade ist und nicht irgendwelche frischen Erdbeeren, weil es doch so ein bisschen etwas Gezuckertes, Gegorenes hat. Das klingt jetzt so negativ, aber es riecht schon wirklich sehr nach Marmelade. Ja, finde ich aber, riecht sehr gut und ich glaube, sonst habe ich hier so Erdbeer, habe ich bisher auch nichts bestellt. Ich glaube, das ist auch so einer, der jetzt nicht unbedingt Herbst oder Winter ist. Kann man sehr gut, weil es eben doch so ein bisschen, ja, ich finde, man kann das irgendwie in allen Jahreszeiten, also kann man im Sommer sowie im Winter, sowie im Herbst sowie im Frühling, kann man den auf jeden Fall trinken. Und der nächste Marzipan-Kandidat. Ja, ich habe euch gesagt, Marzipan, das ist so wie cremige Sahnenote. Da macht es irgendwie gleich Pling bei mir und das war dann sofort im Warenkörbchen. Jetzt ist es aber Marzipan mit Apfelstrudel gemischt. Omas Apfelstrudel mit echtem Marzipan. Geschmacksrichtung frische Apfelstrudel mit Vanille. Ja, und da haben wir, würde ich sagen, den nächsten Favoriten. Oh, das riecht so nach Apfelkuchen. Also ja, nach apfelfruchtig, aber man riecht so diese Kuchennote, diesen Kuchenanteil da drin. Ob da jetzt Marzipan drin ist, riecht man eigentlich so gut wie gar nicht. Könnte vielleicht so ein bisschen was leicht Mandeliges sein, was leicht Nussiges. Aber hauptsächlich diese Apfelkuchennote, also Hammer. Hammer.
Ich glaube, ich hätte es eher in Kombination mit Schwarztee gemacht, weil ich da auch wieder so ein bisschen Milch mehr reingekippt hätte. In Grüntee, weiß ich nicht, mache ich das irgendwie nicht. Aber also vom Geruch her ist das einer meiner Favoriten. Und noch einen Kräutertee habe ich hier. Manuka Honig mit Salbei natürlich. Also Manuka Honig Salbei Geschmack. Ja, dachte ich auch, so eine schöne Honig-Salbei-Note ist doch eigentlich auch mal was Wohltuendes für den Abend. Aber da bin ich sehr skeptisch. Also ja, es hat diese süße Honignote, aber diese Salbeinote, die finde ich, boah, nee, die finde ich irgendwie zu stark. Ich weiß nicht, ob da auch Lavendel drin ist oder irgendwie sowas. Boah, da irgendwas stört mich daran. Also ich kenne eigentlich diese Salbei-Honig-Tees und finde die jetzt nicht so krass. Das finde ich aber schon wirklich sehr penetrant. Also ich werde es vielleicht probieren, aber nicht in der nächsten Zeit, glaube ich. Also nicht die erste Wahl wird das. Boah, ja, nee, das könnte auch ein Kandidat sein für Aussortieren. Aber ja, das gehört natürlich auch dazu. Wenn man so blind Tee bestellt, dann ist natürlich auch irgendwas dazwischen, was einem vielleicht nicht so gefällt, was man nicht mag. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man direkt in die Läden geht, was ich auch sehr, sehr gerne mache und da ab und zu mal einen Tee mir kaufe. Aber ja, da ist man irgendwie nicht so ungestört und kann in Ruhe sich das alles angucken und immer da dauernd die Nase irgendwo ranhängen, ist dann halt auch irgendwie komisch. Und meistens ist es ja dann hinter der Ladentheke dieser ganze Vorrat. Und ja, ich habe dann lieber ein bisschen meine Ruhe und kann mich dann so ein bisschen da austoben. Und dann muss ich den ganzen Entscheidungsprozess nicht mitten im Laden machen. Oh, auf den nächsten habe ich mich auch gefreut. Aber da war ich schon so ein bisschen am Überlegen, ob die Mischung tatsächlich 50-50 wahrzunehmen ist, weil da auch wieder ein Part dabei ist, der immer sehr intensiv ist. Und zwar ist es ein Schwarztee. Cranberry Milchreis. Ja, und die Milchreisnote hat mich hier wieder sehr angesprochen, aber ich weiß halt, dass Cranberry immer sehr, sehr penetrant, nee, penetrant ist hier das falsche Wort, ja, immer sehr durchschlagend ist und sehr intensiv. Intensiv ist das richtige Wort. Und ja, ich finde auch, dass Cranberry hier wirklich viel stärker ist. Also den Milchreis, den nehme ich leider gar nicht wahr. Höchstens in einer etwas süßlichen, vanilligen Note. Aber nee, noch nicht mal diese vanillige Note. Also ich finde hauptsächlich Cranberry, aber es ist trotzdem eigentlich ein ganz schöner Geruch. Ich finde den jetzt auch nicht zu stark, Gott sei Dank. Und deswegen gucke ich mal und vielleicht kommt es dann ja doch irgendwie raus. Auch hier kann man ja wieder ein bisschen einen Schluck Milch reinmachen und gerade hier passt es natürlich besonders gut zum Milchreis. Vielleicht unterstützt das irgendwie das Aroma des Milchreises nochmal. Der nächste ist wieder überhaupt nicht herbstlich oder winterlich. Das ist einer, den ich mir halt auch wieder so bestellt habe, weil ich im Kopf hatte, dass das wieder eine Bestellung wird, die sehr, sehr lange reichen wird und irgendwann auch der Frühling und der Sommer wiederkommt und ich dann einfach auch ein bisschen was Erfrischendes haben möchte. Und die Mischung hat mich da wieder angesprochen. Und zwar ist das Bio-Himbeersommer-Rosmarin, also frisch-fruchtige Himbeernote. Und da war ich gespannt, ob man diese Rosmarinnote tatsächlich rausriechen kann. Und das riecht tatsächlich eher nach Kräutertee. Wenn man böse sein möchte, ein bisschen nach Heu. Obwohl ich den Geruch von Heu ja eigentlich auch nicht schlecht finde. Dass das jetzt Rosmarin ist, hätte ich, glaube ich, nicht rausgerochen. Und die Himbeernote, die ist eher darunter. Die ist jetzt nicht sehr aufdringlich. Also hauptsächlich würde ich sagen, dass es eher nach Kräutertee riecht, aber man riecht auf jeden Fall die Himbeernote raus. Aber dass es jetzt eine fruchtige Himbeernote ist, würde ich jetzt nicht unbedingt. Na gut, doch, es ist schon fruchtig. Aber ich finde hier, was als erstes eben hochkommt, sind die Kräuter oder die Gräser oder das Heu, was man so riecht. Ich bin gespannt, ob das beim Trinken und vielleicht beim Aufbrühen durch den Dampf vielleicht ein bisschen mehr nach Rosmarin schmeckt. Also es ist tatsächlich Rosmarin drin, nicht nur Rosmarin-Aroma, sondern wirklich Rosmarin. Petersilie, Thymian, Orangenecken, Sanddorn, Beerenschalen und Himbeerstücke. Ja, aber wie gesagt, diese Himbeerstücke, diese gefrorenen, getrockneten Früchte, die bringen meistens keinen Geschmack in so einen Tee noch mit rein. Hier könnt ihr auch noch mal die Rückseite sehen.
ja, ist natürlich irgendwie immer hübsch, wenn zwischen den ganzen Tee und Kräutern dann irgendwie auch noch ein bisschen was, so ein paar Blüten drin sind oder halt so ein paar Himbeerstücke, ne? Das sieht natürlich hübsch aus, das stimmt schon. Aber damit werden wir auch so ein bisschen gelockt. So, wir haben es bald geschafft. 3 Stück sind noch übrig. Jeweils ein Früchtetee, ein schwarzer und ein Grüntee. Und ich habe hier einen Früchtetee, auch wieder in die sommerliche Richtung. Von dieser Sorte hatte ich schon mal einen und der hat mir sehr gut gefallen. Das war, glaube ich, Maracuja-Vanille und diesmal ist es Kaki-Vanillenote. Der Tee selbst heißt japanische Götterfrucht mild. Also ist wieder so einer dieser milden Früchtetees. Wenn ihr selbst auch sagt, ihr mögt auch diese dunkelroten, sauren Tees nicht so gerne, dann müsst ihr immer mal darauf achten, wenn ihr auf diese Zutatenliste schaut. Und da steht als erstes oder unter den ersten dreien Hibiskus oder Hagebutte. Dann ist es ein saurer Tee. Ja, das musste ich auch erst lernen. Und die milden sind meistens auf Apfelbasis. Und auch hier ist das der Fall. Also Apfelstücke ist das erste, was hier aufgezählt wird. Und dann kommen noch Papaya-Stücke. Kaki-Stücke sind auch dran, Sonnenblumenblüten, Vanillestücke. Ja, und wie gesagt, diese Mischung aus einer exotischen Frucht plus Vanille hatte mir auch schon sehr gut gefallen im vorletzten Jahr. Ja, nur das riecht wirklich wunderbar exotisch. Und trotzdem nicht zu sauer, sondern im Gegenteil, durch diese vanille-süße Note hat es einfach was extrem Leckeres, wie so ein Sahne Cocktail. Und es hat wirklich was Exotisches, weil diese Kaki-Frucht irgendwie, diesen Duft kennt man ja jetzt auch nicht unbedingt. Also könnt ihr jetzt auch nicht sagen, dass das direkt Kaki-Geruch ist. Aber es ist eben nichts, was man sonst so kennt. Und solche Tees sind eben auch ganz schön im Sommer oder wenn man ein bisschen was Kaltes trinken möchte, da kann man die aufbrühen und dann eben in eine Kanne im Kühlschrank kühlen lassen. Also das habe ich mit Pfefferminztee gemacht, aber auch mit solchen Früchtetees kann man das wirklich sehr, sehr gut machen, wenn man was anderes trinken möchte, außer Wasser, aber trotzdem jetzt nicht immer auf so süße Brause zurückgreifen will. Ich bin ja eh jetzt auch nicht so der Limonadentrinker und Coca-Cola-Trinker oder so. Ich trinke sehr, sehr viel Wasser und aber sehr viel Tee, aber im Sommer ist mir Tee einfach manchmal zu heiß, zu warm. Und da ist es immer ganz gut. Es gibt ja mittlerweile auch so diese kalt aufzubrühenden Tees, aber die in Beuteln, die sind dann immer zusätzlich schon gesüßt mit Stevia oder mit Süßholz oder sowas. Und das mag ich gar nicht. Das schmeckt so künstlich und schmeckt auch gar nicht, schmeckt auf der Zunge irgendwie weiter hinten. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber man schmeckt die Süße halt eben nicht da, wo man den Zucker schmeckt, sondern eben weiter hinten. Ganz, ganz komisch. Und deswegen schmecke ich das immer sofort raus, wenn das mit Stevia gesüßt ist oder mit Brombeer-Süßblättern oder wie das immer heißt. Und deswegen mag ich diese ganzen aromatisierten Tees aus dem Supermarkt, die natürlich auch total toll riechen und tolle ja, Sorten sind, aber dann mag ich die meistens nicht genau aus diesem Grund eben. Der vorletzte ist ein Grüntee und hat einen sehr schönen Titel, wo ich mir aber auch erst nichts drunter vorstellen konnte. Und zwar ist das die Feuerblume. Auch das klingt ja jetzt nicht unbedingt herbstlich, aber es hat vielleicht durch dieses Feuer doch wieder so eine kleine Andeutung. Es ist Vanille mit fruchtiger Rum-Mandelnote. Also wieder so ein bisschen ins Mandel-Marzipanige. Ja, hier riecht man tatsächlich den Rum, diese alkoholische Note, auch das marzipanige und fruchtige. Also es könnte eigentlich so, es riecht so ein bisschen wie eine Praline, also nicht nach Schokolade, aber wie das Innere einer Praline. Bisschen mit Alkohol, bisschen Marzipan, bisschen fruchtig. Also wenn die Alkoholnote zu doll rauskommt, dann mag ich das auch nicht. Aber hier geht es. Ist auch so ein bisschen nach, ja, Rumkugel. Könnte es tatsächlich auch sein, aber eben keine Schokoladennote. Sehr süß und ja, schlucke ich jetzt, weil mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Also irgendwie gefällt es mir auf jeden Fall. Beim ersten Mal hat es mir, glaube ich, nicht so gut gefallen, als ich dran gerochen habe. Da fand ich die Rumnote ein bisschen zu stark. Aber jetzt muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut. Also da muss ich einfach auch probieren. Und last but not least, ein Schwarztee. Auch wieder was ganz anderes, auch wieder eine tolle Kombination. Diesmal haben wir hier nämlich Birne, Karamell, Knusper. Ja.
ein Schwarztee. Und ja, das hat mich total angesprochen. Wie gesagt, ich mag diese Kombination aus fruchtig mit irgendwelchen Gewürzen oder hier mit Sahne oder Karamell. Ist einfach genau mein Ding. Ja, und da haben wir den letzten Favoriten. Wirklich eine sehr, sehr süße Birne, wie aus der Dose eigentlich, so eine Dessertbirne. Sehr süß, sehr saftig. Und dann haben wir eben diese Karamellnote, die in diese Werthers echte Karamellnote reingeht. Boah, also auch eine richtig tolle Kombi. Super. So, wir sind durch und ganz zum Schluss möchte ich aber euch nochmal meine 5 Favoriten nennen. Und da fange ich mit dem 5. Platz an. Das ist Vanillekipferl. Da bin ich sehr froh, dass der nicht rausgeflogen ist, dass ich den drin gelassen habe, weil es nicht einfach nur ein Vanillearoma ist, sondern wirklich auch nach Nuss und Gebäck riecht. Also richtig lecker, ohne dass da irgendwie zu viel Zimt drin ist, sondern ja, ein Vanillekipferl ist ja auch kein Zimt drin und trotzdem riecht das irgendwie weihnachtlich, ohne dass mal Zimt alles irgendwie, ja, wo überall irgendwie mit dabei sein muss. Als nächstes, obwohl ich wirklich gerade total in Winter- und Weihnachtslaune bin, was Geschmack und Geruch angeht, tatsächlich ein Früchtetee, der ins Sommerliche geht. Kaki Vanille, hatte ich euch schon gesagt. Wunderbar, mild, trotzdem sehr, sehr fruchtig, süß, vanillig, exotisch, richtig toll. Gerade als letztes vorgestellt, der Birne-Karamell, finde ich eine super Mischung aus dieser saftigen, süßen Birne und diesen, ja, Karamell, Werthers echter Karamell, richtig tolle Mischung. Schnee und Minze, auch eine sehr spannende Mischung. Pfefferminze ist hier auf jeden Fall im Vordergrund, aber durch diese sahnige Marshmallow-Note dazu macht es das irgendwie wie zu einer Süßigkeit und wirklich sehr, sehr lecker, bestimmt, hoffentlich. Und auf dem 1. Platz habe ich jetzt gerade mal gesetzt, alleine vom Riechen her. Ich habe sie natürlich noch nicht durchprobiert, deswegen ohne Gewähr, ist ein grüner Tee. Omas Apfelstrudel mit echtem Marzipan. Also diese Apfelkuchennote so authentisch einfangen zu können in einem grünen Tee, finde ich Wahnsinn. Marzipan, okay, finde ich jetzt hier nicht ganz so viel, aber es ist eher so diese Gesamtkomposition. Riecht wirklich wie ein frisch gebackener Apfelkuchen. Lecker. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir jetzt hier zuzuschauen, wie ich meine Teebestellung durchgehe. Und ja, wie gesagt, also damit habe ich jetzt echt lange zu tun. Da muss ich jetzt auch erstmal nicht mehr viel Tee kaufen. Da habe ich jetzt, ja, habe ich jetzt genug zum Trinken. Aber ich habe ja auch tolle Kannen, wo ich mir mal ganze Liter von machen kann und vielleicht dann schneller etwas aufgebraucht bekomme. Somit wird es aber auch in den nächsten Monaten auf jeden Fall kein weiteres Tee-Video geben. Vielleicht war die ein oder andere Sorte ja für euch dabei. Ihr mögt vielleicht da mal vorbeischauen oder einfach mal in einen Teeladen. Die haben ja sicherlich ähnliche Noten. Also gerade jetzt im Winter-, Weihnachts-, Herbstzeit sind ja ganz oft diese Noten irgendwie mit dabei. Da kann man vielleicht ja sagen, okay, Pflaume, Zimt, fragt man einfach mal im Teeladen. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall fündig wird und die beraten einen ja auch immer ganz gerne. Verratet mir doch mal in den Kommentaren, was eure liebste Teesorte ist, was euer liebstes Aroma ist. Oder mögt ihr vielleicht überhaupt kein Aroma und seid ihr solche Leute, die einfach wirklich den puren Tee trinken wollen und nicht irgendetwas anderes, was das übertüncht? Kann ich, wie gesagt, total gut verstehen. Interessiert mich total. Vielleicht habt ihr noch besondere Teesorten, die ich hier noch gar nicht genannt habe, Kombinationen, die auch total spannend sind und euch super gut schmecken oder vielleicht auch was ganz Klassisches, was ihr einfach immer wieder zur Herbst- und Weihnachtszeit trinken könnt. Freue ich mich sehr auf eure Kommentare und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, gemütliche Teezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!